Marco und ich waren seit 9 Jahren verheiratet. Das Einzige, was uns zu unserem Glück fehlte, war ein Kind. Aber obwohl wir verschiedene Ärzte konsultiert hatten, warteten wir vergebens. Als ich nun eines Tages erfuhr, dass ich endlich schwanger bin, war meine Freude grenzenlos. Meine Mutter und meine Schwester freuten sich ausgelassen mit mir. Die Ärmsten. Sie waren richtig erleichtert. Jahrelang war ich ihnen mit meinem Wunsch, ein Kind zu bekommen, auf die Nerven gegangen. Marcos Familie nahm die Nachricht auch freudig auf. Außer meiner Schwiegermutter, der es nach wie vor nicht gelang, ihre Eifersucht zu verbergen. Sie warf mir vor, dass Marco unter unserer Kinderlosigkeit immer sehr gelitten habe. Diese Bösartigkeit traf mich sehr tief. Aber sonst fühlte ich mich wie in die erste Zeit unserer Ehe zurückversetzt. Die Beziehung zwischen Marco und mir war wieder intensiver geworden. Wir waren glücklich wie in unseren Flitterwochen. Alles war so unglaublich schön, dass ich fast schon wieder Angst bekam. Durch diese neue Situation bekam ich auch in meinem Beruf als Kinderpsychologin eine Kraft und eine innere Sicherheit, wie ich sie zuvor nie hatte und die mich die schwierigsten Probleme bewältigen ließ. Aber dann eines Nachts sollte plötzlich alles vorbei sein. Eine Fehlgeburt, wie die Ärzte sachlich feststellten. Für mich lag in diesem Wort das Ende meines Glücks und der Beginn meines Elends. Alles, was dann kam, war nichts als ein verzweifelter Versuch, meine Schmerzen zu betäuben. Ich fiel in ein tiefes Loch und fing zu trinken an. Anfangs versetzte mich der Alkohol in einen Zustand der Betäubung, der mir meine Qualen erträglich machte. Irgendwann merkte ich, dass ich ohne nicht mehr auskam. Wenn ich nicht trank, wurde ich von Albträumen und tiefen Depressionen gepeinigt. Ich war auf dem besten Wege, mich selbst zu zerstören. Marco überredete mich, in eine Klinik zu gehen, um eine Entziehungskur zu machen. Das sind gute Ärzte, Spezialisten, die dir helfen können, wieder gesund zu werden, sagte er. Ich hatte nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren. Die Tage in dieser Klinik waren entsetzlich. Ein Horror. Sinnlose Gespräche mit dem Psychotherapeuten. Psychopharmaka, die meinen Zustand nicht besserten, mich nur apathischer und hilfloser machten. Ich war mehr denn je meinen Albträumen und Depressionen ausgesetzt. Langsam wurde mir klar, dass mir in der Klinik nicht geholfen werden konnte. Um wieder gesund zu werden, musste ich meine Probleme selbst in die Hand nehmen. Meinen ganzen Überlebenswillen und meine ganze Kraft aufbieten. Allein, ohne fremde Hilfe. Ich stahl also einen Arztkittel und, noch ganz benommen von dem Psychopharmaka, flüchtete ich aus der Klinik. Außer Selbstdisziplin bemühte ich mich, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Aber ich hatte mich verändert. In mir war alles wie tot. Ich empfand weder Freude noch Schmerz. Für Marco war es nicht leicht, Verständnis und Geduld für mich aufzubringen. Ich schlief auch nicht mehr gern mit ihm. In mir schien irgendetwas zerbrochen zu sein. In dieser Zeit kauften wir von Andrea, einem Freund von Paolo und meiner Schwester Jo, ein kleines, sehr romantisches Haus am See. Auf den ersten Blick verliebte ich mich in dieses Refugium. Ich war davon überzeugt, dass ich hier wieder zu mir finden würde. Und dann, eines Tages, war ich doch wieder schwanger. Nur Andrea wusste darüber Bescheid. Marco wollte ich es noch nicht sagen. Ich hatte Angst, dass unsere Ehe endgültig zerbrechen würde, falls ich auch dieses Kind wieder verlieren sollte. Aber mein Leben sollte bald eine furchtbare Wendung nehmen. Anfangs maß ich der Sache keine große Bedeutung bei. Marco hatte eine Beziehung mit seiner jungen Mitarbeiterin Margarita Orlean angefangen. Mir die beiden in der Umarmung vorzustellen, verdrängte ich. Ich glaubte fest daran, dass ich durch das Kind, das ich erwartete, Marco zurückgewinnen würde. Nach 4 Monaten versicherte mir Professor Ursi, dass ich das Kind nun nicht mehr verlieren kann. Also kaufte ich Babyschuhe, um Marco endlich einzuweihen. Als ich nach einem brutalen Überfall dieses Kind verlor, stand Andrea mir bei. Und er rettete mich in jener Nacht, als ich so verzweifelt war, dass ich mir das Leben nehmen wollte. Ich werde nie vergessen, wie er mir sagte, dass er Krebs hat und nur noch einige Monate zu leben hätte. Damals bat er mich, auch für ihn weiterzuleben. Marco und Margarita bekamen eine Tochter. Sarahs Geburt fiel mit Andreas Tod zusammen. Er hinterließ in mir einen großen Schmerz und eine grenzenlose Leere. Wieder einmal war ich allein. Marco sah ich erst ein paar Jahre später vor Gericht wieder, bei unserer Scheidung. Ich war ihm nicht mehr böse. Meinen Kummer hatte ich überwunden und auch meinen Zorn. Marco wirkte auf mich müde und enttäuscht. Obwohl er sich bemühte, es nicht zu zeigen,
machte er auf mich einen traurigen Eindruck. Er erzählte mir von seiner Tochter Sarah und von seinem Leben mit Margarete. Er sprach es nicht offen aus, aber ich glaubte doch zu spüren, dass es große Spannungen zwischen ihnen gab. Tante Egle bestätigte mir meine Vermutung.